Ja, ich erzähle Ihnen heute was zu den Kosten der Einwanderung. 2015 bis heute. Es gibt ja keine wirklich verlässlichen Zahlen. Und das Spannende ist ja auch gar nicht, was in der Vergangenheit war, sondern das wirklich Spannende ist ja, was vor uns liegt. Kommen wir nur erstmal zu den Prognosen. Wir hatten zu Beginn dieser Krise oder dieser Zuwanderung ja solche Pressemeldungen. Das bedeutet, Flüchtlinge nutzen mehr als die Kosten. Das Ganze bringt uns Geld. Einige bescheidene Annahmen waren, dass es irgendwas zwischen 7 und 55 Milliarden kostet. Das war so der Tenor mit der Kernaussage, die Kosten bleiben beherrschbar und sind auch noch ein Investment, weil wir ja hinterher was daraus kriegen. Gut. Wir haben dann jetzt zum ersten Mal Zahlen mit zurückliegenden Jahren. Und die Zahlen sehen so aus, dass wir, das könnt ihr jetzt hinten nicht erkennen, 2014 hatten wir die Länderausgaben von 2,6 Milliarden pro Jahr. 2015 waren die Ausgaben bei 9 Milliarden pro Jahr. Das sind die offiziellen Zahlen der Bundesländer. Und 2016 waren die geschätzten Zahlen 20,9 Milliarden. Könnt ihr alles im Internet runterladen, bei Statista, alles zugänglich. Nochmal ganz kurz das in Erinnerung rufen, was der Herr Hamann eben gesagt hat. 20,9 Milliarden in 2016. Ist keine Fiktion, ist eine echte Zahl, ist eine offizielle Zahl. Und wir können davon ausgehen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, können davon ausgehen, dass die Zahl nochmal deutlich weg ist von dem, was tatsächlich ausgegeben wurde. Jetzt kommen wir mal zu etwas sehr Interessantem. Mein persönliches Leib- und Magenthema ist ja, Einwanderung ist ja eine tolle Sache. Da haben Sie jetzt mal hier das Thema, dass wir in Deutschland oder generell, wenn man weltweit Einwanderung sieht, am Anfang Geld ausgeben für Erziehung, Schule und so weiter, Entfall der Arbeitszeit der Eltern. Dann tun die von uns gehätschelten, ausgebildeten Kinder arbeiten und Steuern zahlen und dann gehen sie in Rente. Und das sind so die Kosten, die jährlich entstehen. Das heißt im Klartext, über die Lebensarbeitszeit ist das so ein quasi Nullsummenspiel für den Durchschnittsdeutschen. Die blaue Kurve hier ist der Durchschnittsausländer in Deutschland. Ja, der Durchschnittsausländer in Deutschland hat eben nicht so einen hochqualifizierten Job und macht deshalb etwas weniger Gewinn, kostet natürlich als Kind und als Rentner ungefähr gleich viel. Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden, das ist ja eine tolle Sache. Das ist ja nahezu ausgeglichen. Wenn Sie die Flächen unter den Kurven sehen, dann müssen Sie sagen, okay, das am Anfang und das am Ende, naja, das könnte hinkommen. Das Ganze ist ein demografisches Thema. Top wäre es natürlich, so eine Kurve zu haben. Ja, das ist nämlich der Inder, der hierher kommt, mit Familie, hat seinen Abschluss aus Bangalore oder hat vielleicht noch am MIT studiert, kommt hierher, hochqualifiziert, mit 25 Ausbildung hat er komplett aus dem Ausland mitgebracht, gar kein Problem, geht spät in die Rente, weil wir ja lange arbeiten, schafft unterm Strich ein enormes Vermögen für unser Land, ist ein positiver Beitrag. Und das ist genau das, die Illusion, die man uns erzählen wollte von den Migranten. Die kommen nämlich etwas anders daher. Die kommen nämlich her, kosten ein bisschen Geld und das bleibt auch so. Ja? Das wird nur noch mehr, ohne Familiennachzug. Das muss so sein, weil sie ja gar keinen Job haben im Durchschnittsfall. Und da komme ich jetzt gleich zu. Das ist mein Hauptthema. Entscheidend ist also nicht, wie viele kommen. Das hat höchstens Auswirkungen auf die Zusammensetzung unseres Straßenbildes. Entscheidend ist, kommen die Leute mit hoher Qualifikation und hoher Integrationsbereitschaft oder ist das eben leider nicht gegeben? Dann gab es jede Menge Rechnungen zu Prognosen, was kostet uns das? Ich habe hier mal eine rausgegriffen, weil die für mich typisch war, die ist vom Institut für Wirtschaft in Köln. Und da wurde gesagt, okay, die Anzahl der ankommenden Flüchtlinge im Jahr 2015, jetzt wird es mir doch zu laut, jetzt nehme ich das hier. Können wir das hier? Hallo? Also, da haben wir hier 2015, 2016 und 2017 aufgeführt. Wir haben 1,1 Millionen Flüchtlinge angenommen in 2015. Das ist die Zahl aus dem Easy-System. Wir haben 2016 800.000 Angenommene. Das ist aber tatsächlich ein etwas anderer Wert.
Und 2017 werden hier 500.000 angenommen. Das sind Spekulationen bzw. Prognosen, die in 2015 erstellt wurden, um die Kosten der Migration in etwa vorhersagen zu können. In diesen Szenarien komme ich auf 6,2 Milliarden in 2015, 22 Milliarden in 2016 und 27 Milliarden pro Jahr jeweils in 2017. Und diese Zahlen werde ich jetzt mal auf Herz und Nieren prüfen. Zugrunde liegen folgende Annahmen. Die Kosten der Flüchtlinge belaufen sich jeweils auf 12.000 Euro pro Jahr. 80% der Flüchtlinge werden anerkannt. Der Rest erhält keinen Aufenthaltstitel und muss wieder das Land verlassen und verlässt es auch sofort wieder. Das ist diese Annahme. 70% sind erwerbsfähig, im erwerbsfähigen Alter, und 75% dieser Zahl steht für den Arbeitsmarkt zur Verfügung. Und es geht ganz entscheidend davon aus, dass 25% dieser Personen, also nicht in Summe, aber eben 25% dieser Personen tatsächlich einen Arbeitsplatz finden in 2016. Und in 2017 reden wir dann von weiteren 5%. Das heißt, wir haben eine erhebliche Beschäftigungsquote hier. Das sind so im Prinzip die Rahmendaten, mit denen Sie die Kosten gewaltig beeinflussen. Das sind, wie gesagt, hier die Prognosen des Instituts für Wirtschaft Köln, die zu Beginn dieser ganzen Lobhudeleien immer wieder hoch herangezogen wurden. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was kostet der Flüchtling im Jahr angeblich. Der Herr Ammann weiß, dass es nicht stimmt, aber ich nehme jetzt diese Zahl hier trotzdem, weil es die einzig offiziell verfügbare ist. Da haben Sie Leistungen wie 300 Euro für Taschengeld und Ernährung, 290 Euro für städtisches Personal, Hauswarte, ich sage jetzt mal Putzfrauen. Dann brauchen Sie weitere 220 Euro im Monat für Krankenkasse, Krankenhilfe. Und dann haben Sie ungefähr 190 Euro Beitrag für Unterbringung und Wohnen. Wenn Sie das addieren, kommen Sie auf Kosten im Jahr von 12.000 Euro. Das heißt, die Zahl, die da in dieser Annahme, in der Prognose genommen wurde, ist ungefähr richtig. Dann zweite Annahme in dieser Prognose war, die Anerkennungsquote läge bei 80%. Tatsächlich sehen wir hier, dass die Anerkennungsquote, genau wie der Herr Ammann gesagt hat, im Laufe der letzten Jahre, das ist jetzt der Kehrwert davon, deshalb ist diese Zahl niedriger. Der Kehrwert ist die Ablehnungsquote hier, ist die Ablehnungsquote aufgeführt, die Anerkennungsquote ist der Kehrwert zu 100%. Ich kürze es jetzt mal ab. Wir sind bei 2015 sind wir bei ungefähr 50% abgelehnter Asylentscheidungen gewesen und 2016 war die Prognose im Dezember, als ich die Präsentation gemacht habe, noch bei 63%. Tatsächlich war sie dann 2017 bei 62%. Jetzt kommen wir zu dem Thema, also die Anerkennungsquote ist viel geringer und damit arbeiten auch wesentlich weniger Leute. Es werden aber auch viel weniger abgeschoben. Wie viel werden denn überhaupt abgeschoben? Eben haben wir gehört, dass ungefähr 20% der Leute abgeschoben werden, dann wären ungefähr 400.000 Leute jetzt abzuschieben gewesen. Tatsächlich ausgereist, das heißt freiwillig ausgereist mit Rückflugticket und 1.000 Euro Taschengeld, sind in 2015 51.575. Freundlicherweise hat die Linke das angefragt. Die haben natürlich nicht gefragt, es sind so wenige ausgereist, sondern die waren empört darüber, dass so viele ausgereist sind. In 2015 haben wir also 52.000 Personen gehabt, die das Land auf die eine oder andere Art und Weise wieder offiziell verlassen haben. Ob sie zurückgekommen sind, wissen wir nicht. 2016 lag die Zahl bei ungefähr 56.000 Personen. Ja, 56.000 von, ich komme gleich drauf. Dann haben wir hier das Thema. Also es sind keine 400.000 ausgereist, wie eben prognostiziert, sondern lediglich 56.000. Dann haben wir hier die erwerbstätigen Flüchtlinge und das ist eine knallharte Zahl. Wir haben insgesamt erwerbstätige Flüchtlinge, haben wir es gehabt. Oben war die Prognose, war 100.000 hätten arbeiten sollen in 2016 und in 2017 hätten knapp 300.000 von den Leuten arbeiten sollen. Das war die Basis für die Kostenrechnung, die wir eingangs gesehen haben. Tatsächlich ist es so, dass ich zähle jetzt nur die sozialversicherungspflichtigen Jobs. Wir müssen hier keine Minijobs zählen, die werden ja hier subventioniert.
sondern ich zähle jetzt nur die echten Erwerbstätigen, Flüchtlinge, die sozialversicherungspflichtige Jobs haben. Und ein Fakt ist, das sind 22.000 in 2016 gewesen. 22.000. Das ist auch ganz klar. Gucken Sie sich das an. Wir sind Hochindustrieland und das hier sind offizielle Zahlen. Das habe ich mir nicht irgendwo aus dem Internet zusammengeklickt, sondern das ist vom Bayerischen Rundfunk. Übrigens befinden sich ungefähr 5.000 in Ausbildungsverhältnissen. Das heißt, es ist nicht zu erwarten, dass diese Zahl drastisch steigt. Rechts sehen wir mal, was für Qualifikationen diese Leute haben. Das sind auch alles offizielle Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Wir sehen, dass 86% der Leute, auch aus Syrien, total unqualifiziert sind. Die haben keine Ausbildung. Keine Ausbildung heißt in dem Fall, die können oft nicht lesen und schreiben. Das heißt, es ist auch völlig klar, die finden hier keinen Job, die finden hier heute keinen Job, die finden morgen keinen Job, die finden hier nie einen Job. Jetzt kommen wir noch zum sehr spannenden Thema. Das Bundesamt für Migration geht von einem Nachzug von 0,9 bis 1,2 Familienangehörigen aus. Das ist ganz klar, man hat gesagt, man weiß ja nicht, wie viele das sein können. Also nehmen wir mal die Durchschnittszahl der Ausländer in Deutschland, wie viele Personen haben die denn so nachgezogen? Und da war das, hat man festgestellt, das war immer ungefähr eine Person. Ja, das ist, ja, ist genauso gelaufen. Wichtig an der Stelle ist, eins, diese Zahlen stellen keinen Flüchtlingszuzug dar. Die Familiennachzügler sind kein Flüchtlingszuzug. Die tauchen gar nicht auf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die durchschnittliche Zahl der Asylbewerber hier einen Familiennachzug von 4 Familienangehörigen nach sich zieht. Das hat folgenden Hintergrund. Es geht ja nicht nur um die Leute, die nachgezogen werden. Das reicht ja auch, wenn er nur eine Frau nachzieht und die hier 3 Kinder kriegen. Dann kommt genau das Gleiche raus. Und da müssen wir eben von ausgehen, die durchschnittliche Familiengröße in diesen Ländern ist eben genau diese 3 Personen. Oh, das ist sogar schade, das kann man nicht so gut lesen. Okay, also was... Ja, bin ich weg? Besser? Okay, also dann rede ich den Rest, rede ich laut. Nee, das passt schon. Nee, das macht es schon. Wir haben hier eine Zuwanderung in 2015 von 970.000 gehabt. Oh ja, die haben noch Mikro. Die gehen jetzt alle nicht mehr. Das Ding hat einen Geist. Also ich mache das einfach etwas lauter. Müsst ihr hier vorne aushalten. Wir haben eine Zuwanderung von ungefähr 970.000 gehabt. Laut Easy-System waren es 1,1 Millionen. Ist hinterher gekürzt worden auf 900.000. Ich habe eigene Schätzungen angestellt, es müssten so 970.000 gewesen sein. Ist auch nicht so richtig relevant. Wir haben davon 56.000 wieder ausreisen lassen und im Jahr 2015 auch schon ein paar ausreisen lassen. Das heißt, die erste Zahl, das sind die registrierten Flüchtlinge. Das sind aus 2015 918.000. Im Jahr 2016 sind ja wieder ein paar dazugekommen. Das sind auch die offiziellen Zahlen, die man runterladen kann. Es waren 321.000 Registrierte. Das heißt, wir dürften jetzt hier 1,2 Millionen Registrierte haben. Davon arbeiten, wie gesagt, 22.093 in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Und das Ganze kostet uns dieses Jahr, wenn meine Rechnung mit den 12.000 stimmt, 13 Milliarden. Gehen wir mal kurz einen Gedanken zurück. Wir haben bei Ihnen gelernt, dass die tatsächlichen Ist-Kosten 2016 20,9 Milliarden war. Stimmt denn da was nicht? Das ist ja fast doppelt so viel. Wissen Sie, was mit meinem Arbeitgeber mit mir machen würde, wenn ich das Budget so überziehen würde? Da bräuchte ich dann das Bundestagsmandat. Also, wir sehen auf jeden Fall, dass es einen erheblichen Unterschied gibt. Und das ist offensichtlich, dass wir hier nicht von irgendwelchen, sage ich jetzt mal, kurzfristigen Irritationen reden. Wir reden hier von einem Budget überziehen, das, sage ich mal, eine Größenordnung von 8 Milliarden bedeutet. Also es ist nicht irgendwie ein kurzfristiges kleines Schuckerchen, das man sich vertan hat. Es muss ein systemischer Fehler sein. Und man kann sich auch fragen, warum bildet das Bundesministerium der Finanzen eine Rückstellung für 2017 in der Höhe von 6 Milliarden? Ist ja die Frage, was kommt denn jetzt 2017? Ich habe da so eine Vermutung. Wir gehen mal davon aus, geht so weiter wie bisher. Es kommen ungefähr 320.000 Leute in 2017. Das deckt sich ungefähr mit den 17.000 pro Monat. Ne? Ausreisen haben wir genauso viele. Wir sind also wieder voll erfolgreich. Es wird nicht gestoppt, die Abschiebung, die wir momentan haben. Es arbeiten prozentual genauso viele von den Leuten, die kommen, wie vorher.
Das heißt, es arbeiten mehr. Wir haben nach wie vor eine Schutzquote von 60%. Dann haben wir Ende des Jahres 2017 1,55 Millionen Leute hier und einen Familiennachzug in Summe von 4,33 Millionen Leuten. Davon arbeiten dann 29.000. Und die Sozialstaatskosten belaufen sich schätzungsweise Minimum auf 34 Milliarden. Wenn wir uns nicht wieder vertan haben. Das wären dann nämlich 55 Milliarden, wenn wir uns im gleichen Verhältnis vertan hätten wie letztes Jahr. Sollten die Kosten höher ausfallen, dann wird man das wahrscheinlich ziemlich genau am 25. September feststellen. Wenn ich dann denke, was passiert, da braucht man dann nochmal 20 Milliarden und die wird man dann auch kriegen. Ja, ich habe das Spiel weitergetrieben. Jetzt habe ich hier eine gute Nachricht für Sie. Die gute Nachricht heißt, 2021 haben wir hier 2,9 Millionen registrierte Flüchtlinge. Davon arbeiten 58.000, also keiner muss um seinen Job fürchten. Die Sozialstaatskosten belaufen sich in diesem Jahr, 2021, ist übrigens wieder Bundestagswahl. Also ich persönlich glaube nicht daran, dass wir da Bundestagswahl haben. Aber da wird zumindest turnusmäßig eine stattfinden. Da belaufen sich die Sozialstaatskosten nur für Flüchtlinge auf 100 Milliarden Euro pro Jahr. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, was das bedeutet. Ich komme gleich dazu. Das bedeutet, wir werden nicht überbevölkert. Da sind nämlich gerade mal 8,7 Millionen hier. Das ist die positive Nachricht. Wir sind pleite. Wir sind nicht überbevölkert, wir sind in dem Jahr pleite. Ich gehe das nochmal weiter. Ich habe das mal summiert auf das Jahr 2025. Wir kommen dann auf 882 Milliarden, die uns der ganze Spaß gekostet hat. Aber nur, wenn wir unser Budget nicht wieder überziehen. Ja, und das sind nur, Herr Ammann, das ist nur mit den 12.000 pro Jahr gerechnet und dem Familiennachzug und dem Familiennachwuchs, die durchschnittlich zu erwarten ist. Ja, das sind so leider die bitteren Zahlen. Und wissen Sie was? Das sagen auch andere. Da stellt sich ein Herr Raffelhüschen hin und sagt, kommt auch auf 900 Milliarden. Ja, sowas. Ja, so ein Zufall. Die Bundesregierung, glauben Sie mir eins, die Bundesregierung weiß das. Die wissen das. Die wissen das ganz genau. Jetzt will ich mal kurz eine Relation setzen, was das alles bedeutet für uns. Ich habe mir den Spaß gemacht, mal das in Relation zu unserem Bundeshaushalt zu setzen. Wir haben Einnahmen von 317 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehabt. Wir haben Umsatzsteuer generiert, das sind diese 19% und manche nur 7%, dank der FDP. Haben wir 85 Milliarden Umsatzsteuer gehabt und 78 Milliarden Lohnsteuer. Unsere ganze Lohnsteuer sind 75 Milliarden Euro im Jahr 2016. Kurze Erinnerung, 97 Milliarden kosten uns die Flüchtlinge im Jahr 2021. Die müssen wir jetzt finanzieren. Dann mache ich jetzt mal einen Vorschlag dazu. Nachhaltig finanzieren heißt, Sie können das nicht umlegen auf irgendwelche Unternehmenskosten. Nein, wir müssen das zahlen, von unserem Privatgeld. Und wir müssen das zahlen über die Umsatzsteuer, weil wir wollen die Unternehmen nicht belasten. Wir machen das jetzt mal, ein Gedankenexperiment. Wir brauchen also statt unserer heutigen Umsatzsteuer, die auf 163 Milliarden kommt, mit der Lohnsteuer zusammen, brauchen wir jetzt 260 Milliarden. Haben wir ja gerade gelernt. 97 fehlen. Die Umsatzsteuer setzen wir jetzt mal hoch auf 30%. Und dann müssen wir die Lohnsteuer auch hochsetzen. Und zwar nicht auf einen fiktiven Wert, sondern Ihre persönliche Lohnsteuer, um das zu finanzieren, geht um 59% hoch. 59%. Ich weiß jetzt, dass Sie wahrscheinlich nicht betroffen sind von den 12.000 Euro Steuern im Jahr. Das können auch ganz andere Summen sein. Aber stellen Sie sich jetzt nur mal vor, für die Durchschnittsbevölkerung, die so 1.000 Euro Steuern im Monat zahlt, eine Familie, die 1.000 Euro Steuern im Monat, Steuern, redet nur von Steuern, zahlt, die zahlt dann in 2021 inflationsbereinigt 19.000 Euro Steuern, damit sie ein gutes Gewissen haben. Aber das Leben ist ja auch ein bisschen
teurer geworden. Sie sind 11% teurer geworden durch die Umsatzsteuer. Das sind die Zahlen, die, sage ich jetzt mal, Best Case, hochgerechnet, uns erwarten. Und ich persönlich glaube nicht, dass wir diese Zahlen so erleben werden. Weil auf dem Weg dahin fliegt uns das ganze Ding um die Ohren. Das kann man nicht mehr unter der Decke halten. Wenn Sie mit Leuten diskutieren, dann fragen Sie doch mal, wie persönliche Opferbereitschaft der Leute ist, die die Welt retten wollen. Wollen diese Leute tatsächlich 59% ihrer Lohnsteuer mehr zahlen? Wollen die das wirklich? Oder 70%, wenn wir die Umsatzsteuer nicht erhöhen? Das ist nämlich die echten Kosten. Das heißt, ganz wichtig, die Regierung verschweigt uns hier die echten, nachhaltigen Finanzierungskosten. Oh, wir haben uns verkleinert. Sind aber immer noch groß genug. Und das Ganze ist nur finanzierbar durch gigantische Steuern. Nachhaltig finanzierbar. Sie können es theoretisch, können Sie es durch Kreditaufnahme finanzieren. Enteignung der Deutschen. Ja, das ist ja, ich sag mal so, da gibt es jetzt viel Grusel. Ja, da gibt es viel Gruselmöglichkeiten. Aber diese jährlichen Summen, die Sie hier aufbringen müssen, die sind praktisch nicht aufzubringen. Wenn wir das jetzt nur mal, das Ganze habe ich jetzt unterstellt, die Migration pro Jahr kommend ab heute ist genauso wie in 2016, nämlich 321.000 Einwanderer. Ich nenne sie jetzt nicht mehr Flüchtlinge. Das ist völlig unfinanzierbar. Das ist für einen Industriestaat wie unser Land völlig unfinanzierbar. Das hat auch gar nichts mit Mindestlohn zu tun. Der Mindestlohn würde das nur abmildern, wenn man ihn auf 3-4 Euro reduzieren würde. Entscheidender Punkt ist der, dass diese Information sehr wohl unseren Spitzenpolitikern vorliegt. Das weiß ich ganz genau, weil ich habe es nämlich hingeschickt. Und ich habe auch Rückanrufe gekriegt, teilweise. Ist aber irgendwie versandet. Das will keiner hören. Und wenn es einer hören will, will keiner drüber reden. Die Bundesrepublik ist bis 2021 auf dem Weg in eine absolute Finanzkatastrophe. Völlig unabhängig von dem Thema Euro. Völlig unabhängig von dem Thema Strukturwandel in der Industrie. Das kommt alles noch on top. Einige kennen ja meine Ausführungen zum Thema Strukturwandel in Baden-Württemberg. Das hier ist völlig unabhängig davon. Das ist, alles läuft wunderbar weiter wie heute. Dann müssen wir diese Zahlen, mit diesen Zahlen umgehen. Und leider ist nur die AfD momentan überhaupt interessiert an einer ideologiefreien Diskussion. Und genau das brauchen wir aber. Wir können allen Leuten die Frage stellen, wie hoch ist Ihr persönliches Opfer, um als, sage ich jetzt mal, Mensch mit gutem Gewissen dazustehen. Wenn Sie diese Frage stellen und Ihr Gegenüber offenlegen, was für Kosten wir hier generieren. Ich meine, ganz ehrlich, wie wollen Sie hinterher diese Leute, die in unserem Land sind, denen müssen Sie erklären, wir können es nicht mehr bezahlen. Können Sie sich vorstellen, was mit 15 Millionen Leuten in unserem Land passiert? Die keinen Job haben, keine Perspektive haben, kein Geld haben. Können Sie sich vorstellen, was mit diesen Leuten passiert, wenn wir ihnen auf einmal das Geld kürzen? Denken Sie mal ganz kurz nach, was Sie machen würden, wenn Sie überhaupt nichts zu verlieren haben. Das ist die Situation, die auf uns zukommt. Und der stellt sich momentan nur die AfD entgegen. Das ist kein Problem, was nur die Leute in Städten angeht. Das ist ein Problem, das geht uns alle an. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir das Straßenbild verändern. Das ist ein Thema, das können wir nicht mehr wegdiskutieren. Und wir müssen, das kann ich nur jedem sagen, wir müssen Multiplikatoren sein. Sagen Sie allen Leuten, fragen Sie die Leute, ob sie wissen, was das kostet. Ob sie überhaupt eine Ahnung haben, was es bedeutet, 50 oder 100 Milliarden im Jahr auszugeben. 50 oder 100 Milliarden, die von uns verdient werden müssen. Das ist also mir ein ganz großes Anliegen. Es schwört immer das Argument mit Griechenland durch die Gegend. Griechenland hat Deutschland fast nichts gekostet bis jetzt. Weil, ja, das erzähle ich Ihnen gerne, die Schulden wurden umgeschrieben. Es wurde einfach nur verlängert. Das Zahlungsziel wurde verlängert. Echtes Geld geflossen sind vielleicht 10 Milliarden.
Schade, dass mein Nachbar, der das zusammen mit mir auch erarbeitet hat, der ist Investmentbanker, der hat mir das alles erklärt, zumindest das mit Griechenland. Wir haben uns zusammen hingesetzt und haben das mal durchgerechnet und wir waren schockiert. Wir waren einfach schockiert. Wir wissen das jetzt schon ein bisschen länger, wir wissen das schon ein Jahr lang. Wir waren schockiert, dass wir die Zahlen gesehen haben. Wir haben auch verschiedene Szenarien durchgerechnet. Was ist, wenn es uns tatsächlich doppelt so viel kostet, wie hier drin steht? Dann passiert das alles noch ein bisschen früher. Ich kann Ihnen nur sagen, die echten Zahlen werden verschwiegen. Das hier sind beweisbare Zahlen aus dem Internet und auch teilweise von Bundesbehörden. Das ist keine Fiktion. Und Sie haben ja eben gesehen, am Jahr 2016, die echten Kosten waren 60-70% höher, als wir sie hier gerechnet haben. Das heißt, wir liegen hier ganz locker auf der sicheren Seite mit diesen Sachen. Ganz locker. Das Problem ist, dass keiner von uns sich vorstellen kann, dass so etwas passiert. Das ist unser ganzes Problem. Den Tsunami, den erkennt keiner, wenn das Wasser weggeht. Da freuen sich alle. Und das ist das ganze Problem. Das ist eine Kostenexplosion, die wir jetzt noch vielleicht einigermaßen in den Griff kriegen können, die momentan keiner sieht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte Sie das.